Heute musst du aber anfangen. Ach so. Ja. Ich meine, du musst natürlich nicht. Nee, ich will ja auch, total. Also, Ich wollte gerade abwarten, aber ich kann meine Fresse wieder nicht halten. Ich überlege die ganze Zeit, womit. Also, das Einzige, was mir jetzt so eingefallen ist, ist halt. So, Hallöchen, Popöchen! Ach so, ja, hallo. Hallo, ja, hi. Na, hallo, hallo. Zu den Emotes gleich noch was, ja? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, guten Tag, guten Tag. Hallo. Hallo, sag doch, wenn ihr mich nicht sehen wollt. So, das hat... Hilfe! Hä, das bin ich nur mit Hass gewohnt. Das bin ich nur mit Hass gewohnt. Was ist denn los hier? Hallo, 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 hallo. Hallo. Ja, moin. Hallo und herzlich willkommen hier im Frischfleischparadies beim Interspar. Ich muss mich erstmal ganz... Also erstmal muss ich mich vorstellen. Warte ganz kurz, geht das hier alles... Ich glaube, es funktioniert. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Schwarz-Weiß-Gronk. Ich hoffe, es geht euch ganz fantastisch und wir spielen Schamlippen-Action! So, ich muss ganz kurz die Löcher untersuchen. Wenn die Augen blau wären, dann würde es mir als Kind ein bisschen ähnlich sehen. Ich hatte als Kind auch hellblaue Haare. Na komm, ess mich mal auf, bitte. Ich will das mal sehen. Ah, meine Hoden! Meine Hoden! Meine Hoden! Nein, Programmierer Chan! Hier. Warum hüpfen die so lustig? Warte mal. Hier genau an Poppes. Boing. Boing. Funk. Ja. Warum trennen wir uns? Aber wir bleiben doch Freunde für immer. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann haben wir A Way Out gespielt und die Narben sind nie verheilt. Und jetzt das. Jetzt haben wir eine gemeinsame Tochter, die unsere Gespräche am Fenster belauschen, ihre Pflanze nicht gießen kann. Ja, oh Gott, oh Gott. Da die Folgen auch auf YouTube kommen, fange ich am besten hier nochmal an. Warte kurz, ich fange gleich auf YouTube an. Mein Auge juckt noch ganz kurz. So. Na, YouTube, alte Säule? Oh Gott. Rot war nur. Ich bin ein Mann. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, FaceTime-Animation wäre nice bei Gesprächen. Ja, okay. Nee, man kann doch keine schwarzen Tasten wählen, ne? Okay, warte. So. Wie hast du den Funk eigentlich kennengelernt? Du auf dem Parkplatztreff. Es war relativ dunkel, wir haben uns nicht direkt gesehen. Das war für uns beide von Vorteil. Aber es hat sich so schön angefühlt, dass wir einfach Nummern ausgetauscht haben. Und seitdem sind wir befreundet, aber auch Sexbuddies. Hey! Loslassen! Herzlich willkommen zu Ranch Simulator, der realistische Mehrspieler Landwirtschafts- und Ranch-Sandkasten anbauen, ernten, jagen, Aufbausimulator. Wird ausgeführt. Tu's nicht. Oh, das wollte ich nicht. Was? Was ist hier los? Wieso kommt da Milch raus, Tobi? Warum kommt da Milch raus? Was ist denn hier los? Stimmt. Teenager Boy, Annie Villager. Oh.
hat noch so ein Ei verloren. Alter, was? Was ist das denn? Was ist das, Tommy? Was passiert denn da? Was ist das denn jetzt? Oh Gott! Hallo! Wir schreiben das Jahr 2221 und ich streame immer noch. Heute spielen wir ein neues Spiel. Grim Tales 320. Du bist ja schön. Ach ja, du bist tot. Hat ein bisschen gecheckt, das zu dauern. Okay. Was? Hat ein bisschen gecheckt, das zu dauern. Okay. Nee, was? Schönes Wetter? Ich hasse dich. Du Ausgeburt der Hölle. Morgen, Hulda. Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Nein, Schneewittchen ist meine Mutter. Oh, endlich mal wieder ein Ausflug als Ehepaar. Alter, guck mal raus aus der Ego-Perspektive. Ich hab das früher mal Video gesehen, Erik. Ich hätte beim Charakter-Dietung ja auch ein schönes Schwänzchen gemacht. Alter, nice. Okay, komm her. Ja, sauer bin ich. Oh, Inge, du bist so stark. Ich bin so untervögelt. Oh. Tommy, was? Tut mir leid. Warum bist du denn jetzt so? Hier ist der automatische Anrufbeantworter vom Sexgott. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem konventionell nervigen Piep. Piep! Wieso müssen alle sterben? Manu. Guck mal, wie kalt, ne? Keine Sorge, man sieht deinen Bauch nicht. Hm, was denn? Ja, hier, man sieht deine Hand. Du Riese. Noch nicht schon wieder, Hase. Hase, was kannst du bitte damit aufhören? Kannst du... Hase ist... Hase ist... Was ist denn mit dir, Mann? Wir werden heute wieder Schwänze sammeln und braten. Wieso komme ich denn nicht hoch? Was ist denn hier? Hallo? Hallo? Hase? Hier ist Frau Harnik. Was? Ingo, ist das du? Was, hallo? Was laberst du? Hallo? Hase, hörst du mich? Muss ich jetzt hier drücken? Ja, da musst du jetzt da drücken. Ich drück mal. Ingo, warum passiert da nichts? Horst, du musst die Maus hochdrücken. Die Maus? Ich drück mal die Maus. Aber die tut nichts. Die Maus tut nicht, Ingo. Horst, mach doch. Ich drück ja, aber die Maus tut nicht. Mach doch, das Kind wartet doch. Mach doch die Maus. Ich tu doch die Maus. Du guck doch. Oh. Du guck doch, wie ich drück. Ich drück und... Hase! Thank you.
warst du früher ein Raper. Es ist ganz wichtig, dass du das zweite P nicht vergisst. Das zweite P, ich kann nicht betonen, wie wichtig das zweite P ist. Da gibt es Unterschiede. Sehr, sehr wichtig. Das kann ich unmöglich im Stream essen. Das ist übrigens Salat. Ja? Ihr Internetleute kennt sowas nicht. Das ist Salat. Aber euer Gehirn blendet das aus, weil es gesund ist. Weil es kein Fastfood ist. Das ist so Grünzeug. Trinkt das mal, jemand macht's endlich! Okay. Gaming-Butter mit Koffein. Alter, Maurice. Gaming-Butter mit Koffein. Und du kannst einfach so in so ein Stück Butter beißen. Energiegeladen. Mit Koffein, Taurin, da ist alles drin, was du brauchst. Und Vitamin. Vitamin B, D, alles. Gaming-Butter. Und du kannst auch noch deine Hände damit eincremen. Ja, falls du mal wieder zu viel am Gamepad und so und der Daumen tut, kannst du die Hände damit eincremen. Und RGB. Ja, RGB kommt auch noch rein. Das B steht für Butter. Richtig gute Butter. RGB. Alter, da haben wir es schon. Hast du deinen Bart grau gefärbt? Ja. Ja, der, ja. Denn das ist nötig. Wenn man älter wird, färbt man sich die Haare. Das weiß man. Kennst du diese ganzen Rentner? Guck sie dir alle an, wie sie ihre Haare färben. Diese alten Mode-Bitches überall. Mit ihren silbernen, goldenen Haaren. Kann ich das auch benutzen? Oh. Das war ein kleines Böhnchen. Das ist dieses Böhnchen, was immer auf dem Wasser treibt. Und du kannst dreimal spülen. Und das schwimmt immer auf dem Wasser. Du kriegst es nicht weg. So, ne? So, wollte ich nochmal. Oh, so. Elon! Das Rad, Elon! Das. Das Rad, Elon! Rad! Waschmaschinen leben halt länger mit Kalgon. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich will aber nicht rausgehen. Ich weiß, ihr wollt das, aber dann krieg ich wieder einen Pock auf den Kopf. Pock. Warum? Alle mal bitte blockt deinen Spam. Ja, bitte mal blockt deinen Spam, damit die Bitrate einfach mal direkt wieder in den Keller geht. Einmal direkt Blockdance in den Chat spammen. Das wäre super. Dann haben die auf YouTube auch noch was davon. Jetzt müsst ihr leider aufhören zu tanzen. Tut mir leid, ihr müsst aufhören zu tanzen. Ab sofort Tanzverbot. Doppelpiece. Warum schneidest du dich nicht in jedem Frame manuell raus? Wie du damals selbst die Facecam auf YouTube gemieden hast. Ja, weil ich finde das immer scheiße, wenn man so viel vom Bild wegnimmt, vom Spiel, weil ich mich zeigen will. Nicht, ich spiele. Das geht mir auch heute noch so. Aber ich weiß, dass die Leute halt eigentlich nicht wegen mich gucken. Pump it! Go to pump it, Erik, pump it! Sehen Sie mich verarschen! Ich, ja. Ich bin jetzt direkt von Anfang geboostet, die sind trotzdem so. Das heißt, weißt du, die Zuschauer... Funk, ich kann deinen Kommentar jetzt nicht gebrauchen. Welche Hardware wird denn heute verlost? Beckenknochen. Jo, herzlich willkommen bei der Germany Tankstellen Gaudi 2021. Was für ein großer Spaß. Wir befüllen heute eine Tankstelle. Wir müssen Sachen bestellen, in die Auslage packen. Und wir spielen unsere Freizeit, als ob wir arbeiten. Ja, wir kommen von der Arbeit nach Hause und spielen einfach, als ob wir noch weiterarbeiten würden. Only in Germany. As we Germans say. Yes, because we are very international in Germany too. Yes, yes, we can speak the English very well. And now we hold the cigarettes. We have in the back store. You know? Yes, it's very German. You come to us, you get Sauerkraut and Bratwurst, of course, and a lecker Asahi beer. Because in Germany, we have very good beer. We have the best beer in the Germany, and you can buy it and test it for yourself because of the awesome Reinheitsgebot. Yes? You know it? No, you don't, because you're not in Germany. Of course. Okay, here is some product from the US of A. It's a Coca-Cola. It looks funny, but it tastes great, and it makes thin people very fat. Yes, you only need to drink it without doing something, and you get fat very soon. Yes, if you want to build a body mass, then this is for you. You don't need to eat the broccoli, you can drink the cola. It's okay too. This is chips. You know chips from everywhere. Every country has its own chips, of course. Yes, it's Kartoffelecken. In Germany, it's Kartoffelecken. German chips, you know. And this is a Thunfisch. You know it. Because every country loves it on the pizza. Nice. Aktionswochen in the Germany Tankstelle. Dankeschön. Oh, Bimmel. Hat die Fledermaus einen Bimmel eigentlich?
Männer freuen sich, wenn sie einen extra großen Haufen gelegt haben. Hm? Guck mal hier, der ist gigantisch. Das kam alles aus mir? Ich glaube, das Rohr ist verstopft. Ja, man, ganz selten mal kommt es vor, da ist man schon ein bisschen stolz. Ja, du spülst und das Wasser fließt nicht sofort ab und du denkst dir... Und niemand wird es je erfahren. Es ist dein eigener Sieg. Stopp jetzt, sonst canceln wir dich. Psst, das ist geheim. Es kommt ganz selten vor. Es kommt ganz selten mal vor. Und man denkt sich dann immer, ich glaube, ich habe abgenommen. Ich glaube, mein ganzer Körper besteht nur aus Scheiße und jetzt habe ich aber abgenommen. Jetzt, das muss es sein. Ich habe nicht zugenommen, mein Körper besteht aus Scheiße. Aber jetzt ist alles wieder gut. Jetzt kann ich erstmal wieder was essen. Und dann gehst du aus dem Bad und du gehst nicht, du springst beinahe. Jeder Schritt ist so federnd leicht, weißt du, so, ha, so, mit einer Leichtigkeit einfach, als wäre es gerade Frühling geworden. Haben wir noch Cola? Nein! Wir müssen einkaufen, ne? Ja! Fahren wir dann morgen? Ach ja. Ja, dann gehe ich vielleicht spazieren, ne? Baileys! Nein! Ja! Nein, kein Baileys! Warum? Weil du die Flasche alleine leer gesoffen hast. Ja! Die Cola ist aber sehr frisch heute. Ja! Schöne Zubereitung. Ja. Hast du gut gekocht? Nein. Du Schatz, ich geh da mal zur Arbeit, ne? Ja. Gut. Tschüss, bis nachher. Ja. Türklappgeräusch. Endlich ist er weg. Boah, endlich bin ich weg. So, gut, jetzt hier meinen Aktenkoffer hinlegen, mein Wurstbrot für nachher, meine Stulle und der letzte Schluck Cola. Dann die zwei Spargel für nachher und eine Kartoffel. Ah, das war gut. Richtiger Schmaus. Ah. Hab meinen Schlüssel vergessen. Bin jetzt aber weg. Ich kann grad nicht. Okay, tschüss. Ja. Türklapp. Es gibt einen Machtbot für Resident Evil. Ich bin aber schon draußen und höre nicht mehr, was du sagst. Okay. Okay. Ursi, alte Säule. Du hast am Kopf eine blutrote Beule. Hä, was ist das denn? Sag mal. Ah. Nein, nicht A. Lass mich das da bitte rauskriegen. Sag mal, seid ihr alle bescheuert? Lass mich den Müll da rauskriegen. Was? Wie haben die denn beim Scheißen Müll generiert? Es ist mir ein Rätsel. Leute, ihr könnt doch nicht in Tüten scheißen. Bist du sicher, dass du da hingehen möchtest? Ich meine, Mark Deipert? Mark ist vor einem Jahr verwindelt. Der ist vor einem Jahr einfach vom Windel verweht, ist der einfach. Ja, wir wissen immer noch nicht genau, ob der lebt. Weil der ist ja weggewindelt. Der ist einfach... Was soll ich da sagen? Hallo Kinder! Na, seid ihr neu in diesem Internet? Na, das macht doch nichts. Ich erkläre euch mal, wie das funktioniert. Also, wenn ihr auf eine sogenannte Social-Media-Plattform geht, wie YouTube oder eine Video-on-Demand-Plattform, wo man Videos angucken kann, ja, dann gibt es verschiedene Merkmale, an denen man merken kann, um was für ein Video es sich handelt. Wenn du dir unsicher bist, lese den Titel. Lesen mit den Augen. Wenn du nicht lesen kannst, dann such dir jemanden, einen Freund, ein Familienmitglied, irgendwer wird dir bestimmt schon helfen. Wenn du dann noch unsicher bist, dann schau doch in die Videoinfos und auch da wieder lesen. Mit den Augen, Freund oder Familie. Irgendwer wird schon helfen. Wenn das nicht reicht, dann starte das Video vorsichtig, ganz vorsichtig und schaue doch mal am Anfang, ob dort irgendwas erklärt wird. Meistens hilft auch da lesen oder zuhören.
eins von denen. Und wenn das noch nicht reicht, dann lösch bitte deinen Account und lass das mit dem Internet, denn es funktioniert scheinbar einfach nicht. Dankeschön, tschüss! Rentiert sich GX? Wie rentiert? Ist kostenlos. Rentiert sich sofort. Du benutzt es, hat sich schon rentiert. Ich bin mal nackt in ein Pitbullbecken gesprungen und das war echt schön. Sind Pan und du jetzt offiziell zusammen? Nö. Nö. Nee, nee. Weißt du, reicht ja auch. Mit Gefühle ist da nix. Ist aber reinstecke Fuchs, weißt du, so. Easy. Ist aber eine Fick-WG. Ich mach das mit dem Fuß, ne? Ah ne, ich mach das mit der Hand, ne? Mit dem Arsch. Guck mal, ich mach das mit der Hand, ne? Mach das mit dem Arsch. Ja, ich mach das mit der Hand. Ich mach das mit dem Arsch. Ja, aber mit der Hand mache ich das. Guck mal, bei mir ist das der Arsch. Wenn ich hier drücke, dann benutze ich die Hand. Wenn ich, also ich glaube, oh, der Arsch ist es. Okay, okay. Gucken. Ah, Hand benutzt, okay. Okay, ich spring mal kurz mit dem Arsch dran. Okay. Alles klar, dann halte ich mal meine Hand ab. Okay, dann würde ich mal zur Abwechslung den Arsch da. Hey, hey, komm zur Tanke. Komm zur Tanke, tank mal auf. Ich gehe wieder an die Tanke. Wenn ich tank, bin ich gut drauf. Wow, 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 wow. Hey, ich fahr zur Tanke, Baby. Bring was mit. Ich fahr zur Tanke und ich kauf Shit. Teenie-Sommerromanze an der Tanke. Wirklich so, ne? Oh, warte mal, die Pan schreibt gerade, das ist bestimmt wieder Rechnung und Mahnungen. Mach mal Werbung für das Ariane-Poster, kriegst dafür einen Laienriegel. Ja, Moment, erstmal, du hast meinen Laienriegel, den letzten, gegessen. Ja, dann hast du gestern den Riegel, der eigentlich für mich war, auch gegessen. Wo kommt denn jetzt der Laienriegel her? Würde ich einfach mal gern wissen, bevor ich dir diesen Deal jetzt mache, diese Werbedeal. Hol ich dir die Tage. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Wenn er mir in die Hand gedrückt wird. Und zwar nicht ein leeres Papier. Hier, kannst man dran riechen. So, das ist der Duft von Freiheit. Der Duft von Freiheit, hier. Was habe ich denn heute für eine Locke? Hey, hallo, ich bin so emotional. Oh, meine Gedanken sind so tiefgründig. Und ich denke manchmal schon über die Existenz auf dieser planetaren Ebene nach. Ein Einhorn sprang über einen Delfin. Beide hatten keine Freunde. Sie waren introvertiert. Sie sahen sich tief in die Augen und verstanden die Essenz des Seins. Es begab sich dann nicht lange später. Ein kleiner Frosch, ja, er folgte seinen Trieben und er hüpfte, hüppedi-hüpp, über die Autobahn. Denn er war am Wandern. Froschwanderung. Sind wir nicht alle am Froschwandern? Oh, hat Fatima überlebt? Moment, Fatima war bei Tobi. Wir hatten Rodriguez, ja? Und dann... wir hatten ja Rodriguez. Der in dem Bad unten, was eher ein Lagerraum war, da saß der irgendwie in der Dusche die ganze Zeit rum. Und wir hatten die Pfadfinder, die uns ja hier geholfen haben. Hier standen ja Pfadfinder vor der Tür und haben dann geholfen mit Pumpen und so weiter. Und schwimmt da halt so ein Rodriguez vorbei. Was willst du da machen? Und zwar schön mit dem Arschloch voran, weißt du? So das Arschloch mit dieser faltigen Plastikhaut da irgendwie. Sah halt richtig faltig aus, wie so ein faltiger Arsch und so. Und das musst du dann erklären. Das musst du dann erklären. Den brauche ich beruflich. So, hä? Ist schwierig. So, da sind wir wieder. Gerade frisch genährt und jetzt mit einem frischen, heißen Kaffee, Junge. Und wenn du meinen Kaffee anpackst, boah, Junge, dann... Auf die Schnauze, Junge. Aber immerhin habe ich das Loch schnell gesehen und sofort reagiert. Ja, das ist ja schon mal ein bisschen wert. Und geschafft haben wir es auch irgendwie mal wieder ohne zu sterben. Kann ich da raus und dann sind wir frei und können nach Hause gehen? Ich habe mir im Zuge des Umbaus neben unzähligen neuen Kabeln und Trafos habe ich mir zwei neue Dinge geleistet. Zwei neue Dinge habe ich mir geleistet. Aus Sub-Einkünften. Porsche Panamera, der Hammer. 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann.
Die Gruppe ist das Geilste! Wir Pan. Das Ganze überstanden. Das hat die überhaupt nicht gejuckt. Pan. War nur empört und hat neben das Katzenklo geschissen und ich glaube, die hat auch im Sammlungsraum ins Regal gepisst. Aber als, ne, als das Wasser schon raus war und als die Spiele unten schon raus waren, die kaputten, ich glaube, da hat die da auch reingepisst. Ich bin mir ziemlich sicher. Gibt's davon ein Video? Gefalle ich dir gut? Natürlich. Dankeschön. Ah, ein Traum. Das ist doch nicht wahr. Doch. So. Ich sitze da einfach nur. Was macht ihr denn? Hallo? Hallo? Wumm und Wendekreis. Was? Ich will euch hier nicht stören, ihr Teuteltäubchen. Aber es gab diesen einen unangenehmen Moment. Ich bin runtergegangen, ich glaube, es war am Dienstag, bin ich runtergegangen um 10, ja, irgendwie wenig geschlafen, so, die Haare, und dann wollten die noch irgendwas, und ich bin auf die Terrasse raus und so, ja, und dann, ja, wir wussten ja gar nicht, für wen wir arbeiten. Ach. Und dann meine unangenehm. Ich so, und dann meine ich so, hä, was, wieso? Ja, wir haben jetzt gesehen, was sie da machen im Internet. Aha, ja. Haben wir jetzt gesehen, vor allen Dingen. Oh. Da habe ich gestern mal geguckt, da habe ich dieses Video gesehen mit dem Nagelknipser, musste ich schon lachen. Ja, das war von allen Sachen. Von okay. Allen Sachen. Von allen Sachen. Das. Es war eine sehr komische Situation. Und wie begrüßen sie dich jetzt? Ich, ja, gar nicht mehr. Ich schlafe im Keller. Man geht sich einfach und das, auf. Und das ist wahr. Ich wohne seitdem original im Keller und Penny auf dem Sofa. Es geht halt einfach nicht. Es geht nicht. Das raut sich nicht mehr raus. Oh, voll da. Ich? Ach, muss ich wieder alles machen hier. Ich dachte, ich bleib mal sitzen. Nee, war voll da so. Jetzt. Schatz, ich weiß nicht, wie man tankt. Sag mal, ich drücke eh für Einsätze und die setzt sich immer rein. Hör auf jetzt. Na gut. So. Jetzt geh doch endlich mal, zieh dich doch einfach hier um. Warum hältst du die Banane so? Das ist ein ganz normales Bananenhalten. Ich weiß nicht, was du da jetzt interpretierst. Das ist wie ein Telefon. Ja, hallo? Ach ja, und OnlyFans, ne? Wir hatten das Thema auch schon mal im Stream. OnlyFans distanziert sich von Porn. Was? Skandal! Ist das nur einer? Oh! Oh! Alter, was? 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 Was ist denn hier los? Das ging ja super nice. Wir haben verdorben. Ich bin doch kein Dumm. So, 24.000 Leute online hier und keiner in der Lage, mir zu sagen, wann die E3 startet. Du bist ja offenbar auch nicht in der Lage zu googeln. Beschwer dich auch nicht über die 24.000 Leute. Oder schau mal einfach unten in die Infos. Es ist leider, es tut mir so leid. Es ist so, wie wenn Leute fragen, wie viel kostet das Spiel? Warum beantwortet keiner meine Scheißfrage? Seit einer halben Stunde frage ich, wie viel das Spiel kostet. Niemand beantwortet es mir. 5 Sekunden googeln hätten gereicht. Wie ist es jetzt eigentlich, weil ich es zweimal bei mir gelesen habe, mit ja. Limited Run Games? Haben die jetzt eine neue Zeit schon angegeben? 22 Uhr oder doch 1 Uhr? Lass mich mal eben 150 Stunden journalistisch recherchieren. Fangen wir es los. Okay, Entschuldigung.
Entschuldigung, ich gucke. Entschuldigung. Lasst euch schmecken, ne? Lasst euch von mir nicht stören, ne? Lasst euch von mir nicht stören. Wegen Koro. Oh! So, Leute, Papa ist zurück! So, wo werfe ich denn Geld? Da werfe ich aber mal kein Geld. Das ist schwierig. Okay, weißt du was? Ich werfe hier Geld, komm. Gib das zurück. Stell dir bitte jemanden ein. Was? Wofür? Einfach so, meinst du? Das ist Gerd. Gerd steht rum. Na, Gerd? Er ist halt da. Ich hab ein Bodypillow, das heißt Pan. Oh, Alter, ist der laut! Bobby! Tobias, hörst du mich? Tobias! Hallo, Tobias! Tobi, hörst du mich da drüben? Alter, was ist mit dir los? Bin ich zu laut, Tobi? Oh mein Gott, ich muss es leiser machen, Alter! Hilfe! Alter! Dann oben bin ich jetzt leise. So, und ja, wir fahren ja natürlich, ihr habt das schon gesehen, natürlich den Parcours, diesen BMX-Parcours da hinten. Wir fahren morgen, ist das glaube ich, ne? Ja, morgen. Genau, morgen fahren wir da auf den BMX-Parcours. Der Kevin, also Papa Platte und ich, müssen das machen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam. Ich werde dann auch mal mit Dustin reden müssen. Ich weiß noch, wie wir beim Brainstorming saßen und alle haben gesagt, oh ja, cool, oh ja, cool. Auch du. Ja, aber doch nicht, dass ich da Fahrrad fahre. Aber, ach so, also es ist cool, wenn es andere machen. Es ist cool. An sich. Du bist so ein Typ, der steht warte mal, du hast kein Basketball gespielt und stehst nur am Tor beim Fußball. Vergleichst du gerade Basketball mit... Ja, das vergleichst du gerade Basketball mit... Vergleichst du gerade, ja. Wow. Du hast dich und weißt du, wie anstrengend das ist, Fußballtorwart zu sein? Kann man die auch was machen? Beim Tor kannst du dich voll krass verletzen. Du stehst im Tor und bewegst dich kaum. Kaum bewegen im Tor. Du hast dich kaum bewegt. Mach doch deinen Scheiß hier einfach mal rein, weißt du? Mein Mikrofon ist kaputt. Kacke. Wir bestehen zu 70% aus Fickwasser und das erklärt die Menschheit. Streamst du heute nochmal eigentlich? Was? Ja, Siggi. So, geh mal weg, du Drogenopfer. 1200, let's go. Shopfitter. Ist das Blut? Ist das hier Blut? Bitsche, patsche, bitsche, patsche, bitsche. Wir haben Nachbarn. Nein, doch. Stopp! Hallo, Erik. Wie kling ich denn für dich? Hallo, du klingst sehr gut. Sehr gut. Hä, ich hab ein Echo. Fang? Nö, ich red nicht mehr mit dir. Nö. Nee, ich rede einfach nicht mehr mit dir. Hä, was ist denn los? Nee. Hallo? Max? Nee, du. Max, was ist denn los? Das ist ein Hund, ne? Nee. Woher kennst du die Lisa eigentlich? Vom Event. Wir haben uns da erst kennengelernt. Die Lisa habe ich kennengelernt. Ja, das hat sie aber auch schon erzählt. Weil ihr jemand das Korsett schnüren musste. Als sie sich umgezogen hat.
Und hallo, jetzt mache ich mal die Kamera an. Guten Tag. Ich würde vielleicht... Ah, nee, kann ich nicht. Ich würde sonst eine das Licht... Eine Anmoderation für YouTube? Achso. Ah ja, ja, vielleicht, wenn das auf YouTube kommt. Ne? Hallo YouTube auch von hier. Ne? Also wir wissen es noch nicht genau. Liebe Grüße, wir spielen heute Little Hope und wir wissen beide noch nicht genau, was es wird. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ich mache das aber mal so. Ich weiß nicht, ob das so okay ist, aber so ging er hin. Ja, einfach, genau, einfach einen Schlitz zumachen. Das muss auch nicht schön aussehen. Schlitz, den Schlitz tun. Schlitz stopfen. Da stelle ich mir so einen vor mit einer fetten Hornbrille, weißt du? So ein Original, also ein Amtor halt einfach, weißt du? Sie bitten mich also, ihren Schlitz zu stopfen. Das verstößt gegen das Grundgesetz. Das finde ich gut. Der große Amtor-Fortpflanzungsabend. Mein erstes Mal. Du willst mich verarschen! Erik? Ich habe extra jetzt ein bisschen früher gemacht, weil das vorhin ja zu spät war. Welche Aber es Taste? Muss ja pixelgenau sein. Aber drückst du auch die richtige Taste? Es ist diese hier. Diese hier. Die ich meisterhaft beherrsche, wie du siehst. Ich habe mich gerade angesabbert vom Erregung. Ich bin sehr erregt gerade. Ich kenn das. So. Du willst mich ver... Ich bring dir ewige Ruhe. Nee, mach mal bitte nicht. Ich habe echt noch zu tun. Pan ist so eine tolle Sprache. Und da schüttelt sie gerade die Wampe. Ich bin ein Engel. Finde ich schön. Also heute wollte ich gerne wieder ein bisschen über die Seele sprechen mit euch. Ja? Wo kommt die Seele her? Wo geht die Seele hin? Das geht uns am Arsch vorbei. Ich glaube wieder an Wunder. Bist du untenrum auch so unrasiert? Ja, ganz vorher. Man sieht am Hoden immer so aus, wie man auch im Gesicht aussieht. Ich trage zum Beispiel auch eine Brille auf dem Penis. Ja. Nice, ja. Was kann man denn dazu sagen? Ich glaube, es umfasst die komplette Geschichte der Skywalker-Familie, wie zum Beispiel Anakin, Luke und Kylo Ren. Kalorien. Ja. Und die anderen frechen, die anderen Jungs frechen und Mädchen. Lümmels. Jungs und Mädchen. Die Lümmels auf der anderen Seite, die da gerne mal mit ihren Lichtsäbeln herum. Es spielt in uns bekannten und beliebten Star Wars Universum. Für Ältere Krieg der Sterne. Das ist mit dem bekannten Wookiee Chewbacca. Nee, das kann ich gerade. Hallo, ich bin Chewie. Kennt man die Szene. Skillen sollte jeder, wie er mag. Ja gut, bei Elex, ne? Wären wir wieder bei Elex. Bei Elex meine... Oh, ich mach Nahkampf. Oh, warte mal, Fernkampf ist viel besser. Ich mach Fernkampf. Oh, warte, Nahkampf geht doch einiges. Ich mach Nahkampf. Das war vielleicht nicht so gut. So, Plakette, Darkim, nochmal kurz gucken. Nee. Nee, okay. Nee. Nee, okay. Nahi, nahi, nahi. Gesundheit. Das ist rassistisch, Leute. Mal wieder was gelernt. Nee. Dachte, du hast Gregor. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, ne? Nee. Nee. Ja, hallo? Ja. Kannst du mal hier bitte das PayPal, kannst du dich mal hier oben in PayPal da einloggen? Irgendwie kann ich gerade mit Steam nichts bezahlen. Ich soll jetzt nach oben kommen und mich bei PayPal einloggen? Ja, bitte. Ich muss ein Spiel kaufen. Du hast nur an, wenn sie Kohle brauchen. Ist immer das Gleiche. Oh, okay. Richtiger Golddigger. Ja. Ja, natürlich. Bis gleich. Guten Tag. Guten Tag. Was habt ihr denn geguckt? Ja, guck mal, die 5 Euro könnten dir gehören. Ja? Oh, also ich liebe dich. Ich frage mich, warum, aber okay. Ja, frage ich mich auch jeden Tag. Ey. So, was soll ich machen? Mich bei PayPal ein? Ja, ich wollte hier ein Spiel holen. Ich habe jetzt schon hier sofort Überweisung. Dann wird ja hier aber, dass ich alles ausfülle. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Hier, guck mal. Ja. Ne, der will, dass man sich zur Sicherheit nochmal einloggt. Soll ich das Spiel eben... Ich werde das natürlich alles... Soll ich das Spiel vielleicht schenken über Steam? Hm? Ja, willst, gönnst du mir das Spiel? Hey, na klar. Na, du und ich nachher noch, unter der Ulme. Hm? Boah, also, du bist so widerlich, ne? Wie machst du? Was machst du?
Komm, wir setzen uns einfach in die Mitte. Echt? Willst du da sitzen? Oh. Nein. Soll ich dir hochhelfen? Nein, ja. Soll ich dir? Komm, ich helfe dir hoch. Komm. Oh, mein Mikro. Nee, warte. Oh, warte. Ich glaube, okay. Ich muss mich abrollen. Warte. Brauchst du mein Pflaster? Nee. Ja, hat der Andi Wein mitgebracht? Der Andi hat keinen Wein mitgebracht. Und er guckt gerade deinen Stream. Warum hat der keinen Wein mitgebracht? Der hat immer bis jetzt Wein mitgebracht. Der kann dir nicht mal Wein mitbringen. Ja, aber das ist mal so nett gewesen. Bringst du mal Wein mit? Ja, vielleicht mache ich das auch mal, Hase. Ja, mach das doch. Ja, so, den guten Ding. Schick mir das Spiel, ich schick dir das Spiel. Okay, mach ich. Okay. Hast du mir was mitbestellt zu essen? Was? Hattest du mir was mitbestellt zu essen oder nur den Milchshake? Was wolltest du haben? Ich dachte, ich kriege auch was zu essen. Ich fahre jetzt und hol dir dein Wein. Nein, du hörst dir nicht mein Wein. Nein, du hörst dir nicht mein Wein. Du hast unseren Gast verärgert. So, du warst bei der Pan und hast geknutscht. Was? Hab ich überhaupt nicht. Ja, mein Baby. Was machst du denn gerade Schönes? Oh, Entschuldigung, ja, was machst du denn gerade Schönes? Oh, ich Du Scheiße! Hat das jemand geklippt? Ja, ich hoffe nicht. Nope. Bist du Single? Nein. Du verfluchte Scheiß! Bartkackfratze! Ich bin's, die Pan. Hallo! Na, ihr Süßen? Ich bin's, eure Poolstreamerin. Ich schreib mir eure Subs auf den Busen. Chips sind besser als Donuts. Aber zu meinem Nippelpiercing sagt keiner was. Oh yes, Alter! Ich schließe mal kurz das Mikro um. Warte mal. Ihr hört mich mal kurz nicht. So, warte. So, ah, verdammt. Was war das denn? Ich fahre manchmal in Urlaub und weiß mit Glück, wo ich bin. Darkem und mehr Darkem. Und hier noch weniger Darkem in der Ecke, aber das wird nicht angezeigt. Connor, ich kann ach! Licht ausstehen. Okay. Gut. Puh. Hey, Kollege. Bist wohl vom Weg abgekommen, was? Piss mich nicht an. Aber ich erspare dir die Arbeit. Du kannst weiterziehen. Ich habe hier schon alles Wertvolle eingesagt. Was? Der Rest ist Müll, auf den nicht mal die Ratten einen Haufen legen würden. Entschuldigung, ich wieder noch Bisse rauskam. Aber aus der Hose, das heißt, der hat eingepackt und dann erst irgendwann aufgehört zu pissen. So. Da. So viele Ausländer. Unsere neue Parteizentrale der Gegenentwurf zur Bundesrepublik GZB haben wir bei Babel in Auftrag gegeben. Leider. Auf der Baustelle sprach niemand Deutsch. Niemand. Sprachverwirrung ohne Ende, ohne uns. Ein Punkt für die Ausbeutung und kommt alle in meine Telegram-Gruppe, wo ich die Wahrheit verbreite über dieses Land. Land ist das eine Schande. Also... Ich glaube, ich höre Tati hier lachen. Es ist immer schwierig. Haben wir vielleicht, also gerade bei Tobis Zuschauern, haben wir da vielleicht Leute, die gerne an Unterhosen riechen? Könnt ihr vielleicht schreiben, was euch da inspiriert? Oh Gott, what a mess. Ich wollte nur mal kurz... Sekunde. Kramplätze müssen... verdichtet sein. Richtig. Gib uns Stuhl. Du weißt schon, was du gerade geschrieben hast, ne? Bruder Jakob. Bruder Jakob bummst sich durchs Dorf. Du Dreckigen, kümmer dich um die Schweine. Ich hab mich verlesen bei Hotdog. Ich hab Donut gelesen. Ich weiß nicht warum. Bahn leckt sich hier wütend an einem Dorf. Warum habe ich nur einen Penis? Ich verfluche diese Welt. Okay. Lalalala. Weil, wenn ich einmal mit Zunge küsse, wenn ich einmal loslege. Boah, Junge, Alter. Alter. Boah, Alter. Boah, du kannst halt überhaupt nicht mehr das Auto kontrollieren. Wenn du knall diese Hühner gleich alle ab. Was?
Ja, Kriebeugen, Squats ab 10 Subs, yeah, was? Aber ich habe bestimmt selber auch schon den ein oder anderen Nippel gezwickt. Nicht gedreht, ja, aber nur so, auf dem Weltfrauentag, wenn es gerade gepasst hat. Wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwelche Tränke braucht, könnt ihr euch gerne bedienen. Mann! Jo, vielen Dank, Seran. Was ist mit der Serana? Warum schleicht ihr durchs Bild? Schön. Ach, so sieht er aus. Ich dachte... Guten Morgen! Oh. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Plus 5. Alte Frauen aus deiner Umgebung reiben sich hier direkt auf der Line. Sehr viele engagierte Leute. Handwerk 2. Oh, die tanzen hier gerade. Haus, Maus, raus, Klaus, Hadauts. Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Wieso müssen alle sterben? Entschuldigung. Ich sollte das ernster nehmen, aber ich fand das gerade leider lustig. Wieso müssen alle sterben? Angela Merkel beim Blumenpflücken. Ach so! Bobfrau pflückt eine Blume. Erik! Ich muss mit Bobfrau die Frisur gemeint haben. Hä? Bob mein Name. Bob mein Name. Bob stellt sich. Hä? Maria! Du hast gechickt! Hat die Blume ihn gefangen endlich? Ich war es ja. Wischi, wischi, waschi, waschi. Und schon kannst du von der Schüssel naschi. Also ich vermisse, auf jeden Fall vermisse ich Foodora. Ich vermisse Foodora. Und ich frage mich, was ist denn mit den ganzen Foodora-Mitarbeitern? Was ist denn mit denen? Ich erinnere mich, es gab einen Skandal, weil die Leute ja mit dem Fahrrad fahren mussten und da nicht so viel Geld bekommen haben und so weiter. Ne? Da gab es ja mehrere von diesen Fahrradbringdiensten. Nein, Blödsinn, sie wurden alle von Lieferando aufgenommen. Foodora, die gibt's nicht mehr. Die ganzen Fahrradfahrer. Foodora liefert nicht mit dem Fahrrad. Ich meine, Lieferando liefert nicht mit dem Fahrrad. Wo sind die alle geblieben? Die wurden nicht alle übernommen. Warum auch? Die brauchen wir noch da gar nicht. Wo hast du deine Informationen her? Ist das die Hoffnung? Das mit den Fahrrädern fuchst mich jetzt ein bisschen. Ihr hättet mir dieses Jahr... Könnt ihr mich bitte anlügen und sagen, bei uns liefern die nicht mit dem Fahrrad? Bitte lügt mich einfach an. Welchen Vorteil hast du davon, dass sie dir das Essen mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto liefern? Es gab ganz andere, es waren Restaurants, die geliefert haben. Wirklich Restaurants, viele Restaurants. Qualitativ hochwertiges Essen. Wieso willst du unbedingt, dass Lieferando mit Fahrrad liefert? Mir geht's nicht ums Fahrrad, Mann, mir geht's um die Restaurants. Das habe ich doch gerade schon erklärt. Wieso hast du Menschen mit Fahrrädern? Ich sag nie wieder was. Ich sag aber nie wieder was. So, du willst Fahrräder bei Lieferando bestellen? Habe ich das richtig verstanden? Hey, Baby. $25. Girl, nimm es einfach. Gefalle ich dir gut? Huch. Hallo? Ist Polizei schon da? Was? Was? Der $25 Sonderbums. Alter! Gefalle ich dir gut? Was ist denn mit diesen ganzen Spielen, sag mal? Der Toilet-Simulator auch schon. Und jetzt beim Tankstellen-Simulator. Was ist denn? Warum? Was ist denn mit diesen Spielen? Okay, ich mach die Tür zu, damit du nicht flüchten kannst. So, ihr Lieben, kommt gut nach Hause, schlaft schön. Vielen, vielen Dank für heute. Es war sehr entspannt, es war echt schön. Es war wirklich schön. Medieval muss ich auch nochmal schneiden, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange wir da noch Folgen haben, aber ich glaube, da müsste ich langsam auch mal schneiden. Und hätte ich Bock, nächsten Montag nicht weiterzuspielen, aber lass erstmal nächsten Montag werden. So, ihr Lieben, Küsschen, geht wieder raus, lasst euch knutschen, kommt gut nach Hause. Und das Lied ist ja auch schon alle. Guck mal, wunderbar. Ah, nur das war hier, ne?
Warte mal, was kommt als nächstes Lied? Ich bin nur neugierig. Warte kurz. Komische Playlist. Euch Deckung. Psst, du musst jetzt nicht sagen, Mia. Ist das ein Amulett von Mara? Hey, Lülü. Weißt du, der Krieg hat mich darüber Ich bin direkt hinter euch. Der Krieg hat mich darüber nachdenken lassen, wie kurz unsere Zeit auf diesem Planeten eigentlich ist. Und ich hab gedacht... Ich bin so einsam. Ich habe mir halt gedacht, liebste Lydia, so habe ich mir gedacht... Bin immer noch da. Ach ja, ich habe mir gedacht, da habe ich mir... Mal los. Ja, da mal los. Ist das eine Aufforderung? Liebst du, also... Ich bin direkt hinter euch. Ja, aber... Was? Lüdi, jetzt warte doch mal. Das wird immer romantischer hier gerade. Der Krieg hat mich überlegen lassen, dass meine Lebenszeit ja doch begrenzt ist und wir könnten ja alle jederzeit sterben und... Ich gebe euch Deckung. Ja, ich will euch auch decken. Ist das ein Amulett von Mara? Ja! Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist. Seid ihr etwa an mir interessiert, Lydia? Nun, ja. Warum denn auch nicht? Und habt ihr Interesse an mir? Ja. Ja, Lydia. Das habe ich. Dann ist es abgemacht. Wenn das Leben im Himmelsrand auch kurz sein kann, so haben wir doch wenigstens einander. Genau das habe ich gedacht. Als würde sie meine Gedanken lesen. Lydia. Ich rufe deinen Namen. Lydia! Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will. Für immer und ewig. Ach, Lydia! Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Aufhören, ich kann das einfach. Ich will für immer und ewig. Unter der Obhut von Mara, der Göttin der Liebe, erkläre ich dieses Paar hiermit für vermählt. I let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. Wir sind verheiratet. Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, wo wir leben wollen, nicht wahr? Ihr könnt natürlich bei mir einziehen. Aber ihr habt Kinder, nicht wahr? Da ist, wir werden ein Haus mit ausreichend Platz für sie finden müssen. Lydia, wir könnten in meinem Haus in Weißlauf wohnen. Unser neues Heim. Wir sehen uns dort. Ja. Es ist Tradition. Es ist einfach so, das Haus, aus dem Lydia kommt, das ist... Gut. Danke, Mara. Danke für die Gaben, mit denen du mich gesegnet hast. Die Leibesfrüchte und Lieb und... Dankeschön. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Feel like you were happy for a while.
Ihr seid Menschen, keine emotionslose Maschine. Das vergessen aber viele, dass man als Streamer oder halt, dass man online, als in seiner Online-Präsenz, man ist ja trotzdem Mensch. Weißt du, man geht kacken, duschen vielleicht nicht, ja, aber man isst, man trinkt, man lebt, man atmet, man guckt gerne Serien. Und manchmal ist man auch dünnhäutig, weil vielleicht der Tag scheiße war, bla bla bla. Das passiert einfach. Das passiert allen von uns. Allen, jedem Einzelnen. Und das Problem ist aber, wenn du täglicher Streamer bist, ich kann mir vorstellen, dass täglicher Streamer immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen, dann machst du dich selber kaputt damit. Völlig. Deswegen habe ich mir vor langer Zeit gedacht, ich lasse es dann lieber kurz raus und ich bin eben auch ein Mensch mit Ecken und Kanten. Aber ich will mir diese Ecken und Kanten auch beibehalten. Ich möchte kein glatt polierter Dauerlächler sein. Das liegt mir einfach nicht. Das bin ich nicht. Ich bin immer rebellisch. Ich muss immer, ja, Regeln austesten vielleicht mal oder ja, so eine Sachen halt. Ich will mich nicht überreden lassen zu Sachen, die ich nicht machen will. So oder ne, um dann irgendwen zufriedenzustellen, bla bla bla. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Das bin ich einfach nicht. Das bin ich nicht. Deswegen, kann passieren, dass der ein oder andere Stream wegen Netz.de gesperrt wird.